Das geht wie Räuben. Das kannst du. Wie die Pest. Das geht auch wie die Pest. Da kannst du andere Sachen voll knicken. Aber sag mal, was machen wir hier eigentlich jetzt in die Trommelschule drin? Ich glaube, wir sollten hier einen Trommelkurs machen. Und wir sollten doch die Stadtwachen Trommelgilde sollten wir doch gründen, so, weil wegen dem Umzug durch die Stadt und so. Jo, aber wie soll das denn eigentlich funktionieren? Was jetzt? Na, also, ich spiele ja schon Laute, ne? Und ich spiele Flöte, ne? Das sind ja schon, sind ja beide Hände, kann ich ja nur abwechseln. Jo, ist doch schön. Ja, schon, aber ich habe keine Hand dafür frei. Und wie willst du das überhaupt machen? Jo, wie jetzt? Na, in der einen Hand hast du die Laterne, in der anderen Hand hast du die Pike. Ja. Und dann zottelt dir meist noch ein Gefangener irgendwie am Handgelenk. Wie willst du denn da noch trommeln? Jo, das stimmt. Der Einzige, der wohl noch die Hände frei hätte, das wäre wohl der Hauptmann. Ja, aber du weißt, der Hauptmann, der hat gerne die Hände in der Hosentasche so drin. Aber das wäre der Einzige, der das machen könnte. Hm, problematisch. Jo. Ja. Jo. Weiß ich nicht. Aber was ist mit euch, Leute? Genau, was ist mit euch? Sag mal, ihr habt doch die Hände frei und ihr habt bestimmt Bock zu trommeln bei uns in der Trommelgilde, wa? Aber, sag mal. Ein Trommellehrer. Das stimmt. Der muss doch. Hey Jungs! Moin! Moin! Ihr seid von der Stadtwache, ich bin der Jens. Von der Trommelschule. Ja, und wo ist der Rest von euch? Da. Das sind wir. Da, vielleicht. Ach so. Ja, ihr müsst ein paar mehr sein. Also wir brauchen euch, Leute. Immer Dienstag um 19.15 Uhr hier in der Trommelschule in Stralsund. Meldet euch an für die Trommelgilde der Stralsunder Stadtwache. Los geht's am 14. September und wir freuen uns auf euch. Yeah! Hat er das? Hat er. Hat er.